Leute, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ich bin's mal wieder hier, euer Like Jerry. Wir sind jetzt hier gerade am Alexanderplatz. Ich bin wieder gesund. Ich hoffe, ihr habt überlebt. Eine Woche kein Video von mir. Ist jetzt in letzter Zeit nicht mehr so normal gewesen, aber jetzt ist hier wieder ein Video. Und ich bin auch nicht alleine hier. Ich habe einen Gast. So langsam bereue ich das so ein bisschen, dass wir das jetzt überhaupt machen, was wir jetzt hier machen. Aber ich, Tim, komm mal ganz kurz das Bild einfach rein. Was geht ab? Was geht ab? Peace out. Ich will ganz kurz erklären, was wir machen. Ich habe auf seinem Kanal, habe ich ihn schon ferngesteuert und auf meinem Kanal wird er mich jetzt fernsteuern. Hast du Bock? Problem ist, dass ich jetzt denke, dass es vielleicht nicht mehr so eine gute Idee ist, dass ich das tue. Nee, ich glaube, ich würde sagen, Intro ist fertig und wir starten jetzt einfach das Video. Let's go, Jerry! Weißt du, was das Problem ist? Kannst du mal ganz kurz rumschwenken? Jetzt auf einmal sind hier 12.000 Menschen. Die waren alle bei dir nicht da. Die waren nicht da. Die waren nicht da. Die waren nicht da. Okay. Ich würde sagen, legen wir los. Das wird so geil jetzt. Ich freue mich. Let the show begin. Okay. Digga, ich lasse jetzt mal meine Sonnenbrille auf, weil ich habe echt ein bisschen Schiss. Oh, ich habe so geile Ideen, Alter. Oh mein Gott. Okay. Hörst du mich? Daumen nach oben. Genau das könnt ihr jetzt erstmal im Video machen, liebe Freunde. Ein Däumchen nach oben geben. Okay, let's go. Wenn du mal jetzt genau hinter dir guckst, da ist eine tolle Gruppe und ich weiß nicht, was die gerade da machen, aber ich würde einfach mal sagen, dass du da hingehst und denen sagst so, yo, kennt ihr mich eigentlich? Ich bin der Like Jerry, yo. Und einfach ein bisschen improvisieren, die Leute so ein bisschen anfeuern, ein bisschen irgendwie, guck mal, die gehen jetzt schon weg. Ja, die gehen einfach weg, ganz schnell, ne? Daher. Ja, schön. Und jetzt schreib mal laut, hallo. Hey Jungs, richtig, ganz kurz. Lauter hallo. Schreien. Sprecht ihr Deutsch? Nein. Sprecht ihr Deutsch? Mal ein bisschen nach vorne. Nein? Wo kommt ihr her? Nein. Where are you from? Nein. Und jetzt raste mal aus, du bist richtig sauer. Du bist hey, richtig where are you from, man? Und jetzt Bullshit. Bist du wieder freundlich und du hast dich in einer von diesen Mädchen da verliebt. Oh, die, very cute die mit der girl. Blauen Jacke. Die mit der blauen Jacke. Ja, in der Jacke. Sind total verguckt. Oh mein Gott. Das ist ganz toll. Jetzt klär dir mal die Handynummer. Oh mein Gott. Hi. Everything okay? Maybe can I have your telephone number? No? Was sagt sie? Ja oder nein? Sagt nein. Jetzt schrei sie an, warum nicht? Ich bin doch toll. Warum denn nicht, Mann, Alter? Du kannst von mir. Von wem wird die Telefonnummer haben, außer von mir? Jetzt mal ehrlich. Das Ding ist, sie versteht kein Wort, Mann. Sie versteht mich nicht. Einfach weggehen. Digga, sie versteht mich nicht, Alter. Ja, du musst mit Englisch talken, Digga. Fuck. Hast du eigentlich heute schon was Gutes getan, Jerry? Also warst du schon irgendwie hilfsbereit oder. Ja, ich war heute Morgen scheißen. Ja, wow. Ich würde einfach mal sagen, dass du jetzt hier den nächsten Passanten mit einer Tüte fragst, ob du nicht die Tüte abnehmen sollst. Jemanden mit einer Tüte? Hier, die Frau vielleicht? Da, die alte Dame mit der Tüte. Mit der blauen Tüte in der Hand, die mit der roten Hose. Da fragst du, ob du die Tüte abnehmen sollst. Hallo? Entschuldigung, ganz kurz, ich sehe gerade, soll ich Ihnen die Tüte tragen vielleicht? Nein? Doch, du willst sie aber tragen. Du willst sie tragen. Ich möchte sie aber tragen. Sie, also ich würde es wirklich gerne machen, um einfach mal eine gute Tat heute zu machen. Also ich... Ja doch, du willst die Tüte nehmen, Jerry. Ich würde die wirklich nicht? Absolut nehmen. Ich würd, aber warum denn nicht? Also gibt es ein Problem, warum jetzt nicht... Also ich würde es wirklich machen, wirklich. Warum belästigen Sie mich? Ich würde nur gerne... Nein, Sie belästigen mich. Warum belästigen Sie denn die Omi, Mann? Aber guck mal, da ist schon eine neue Omi. Die mit dem beigen Mantel oder so. Ich hab einfach gesagt, warum belästigst du mich, Alter? Guten Tag. Ich hätte hier. Jetzt gehst du zu der jungen Dame und fragst, ob die die Tüte abnehmen möchte. Hallo, ich habe eine ganz kurze Frage. Könnte ich Ihnen vielleicht die Tüte tragen? Ich will heute noch eine gute Tat an dem Tag machen. Nee, danke. Nee? Ich würde es wirklich super gerne machen. Zur Straßenbahn, zum Bus oder wo sie hin müssen. Ich würde darauf bestehen jetzt. Ich auch nicht. Und jetzt wein mal, weil du so voll traurig bist. Ich habe ihm nur so ein Angebot gemacht. Ich würde es super gerne machen, einfach die Tüte zu tragen. Und jetzt bist du sauer, jetzt bist du ganz sauer. Mann, Alter, sauer. Aber ich wollte einfach nur diese komische Tüte tragen. Verstehst du nicht? Tag. Aber ich wünsche dir noch einen schönen Tag trotzdem. Genau. Supi.
Oh mein Gott, Digga, das ist so unangenehm. Warum man. Weißt du, was mein Problem ist? Ich liebe Omis. Und du fixst mich gerade richtig damit. Du liebst Omis, Digga, das ist echt ein Problem. Es gibt keine. Schöneren oder keine netteren Menschen als Omis, Alter. Ja, komm, du Gilf Hunter, jetzt such dir mal die nächste Omi. Aber, oh, da haben wir eine mit orangenen Haaren. Fragst du mal, ob sie Eule von Berlin Tag und Nacht ist? Und wenn sie sagt nein, aber das ist die hundertprozentig, du musst ein Foto mit ihr machen, du rastest es komplett aus. Du bist ein, oh mein Gott, Berlin Tag und Nacht, Digga. Oh mein Gott, ganz kurz. Ich habe eine ganz kurze Frage, könnt ihr Deutsch? Ja. Bist du Eule von Berlin Tag und Nacht? Nee. Du hast doch safe, können wir ganz kurz ein Bild machen? Diese Eule. Bitte, du bist doch Eule von Berlin Tag und Nacht, du singst doch, oder? Ah, nein, du meine ich, oder? Ey, verpiss dich. Warum soll ich mich jetzt verpissen? Ich will einfach nur schnell ein Bild machen. Ein Bild, dann bin ich sofort weg, wirklich versprochen. Safe. Eule. Okay, Jerry, du bist jetzt schizophren, okay? Immer so alle 5, 6 Wörter änderst du deine Emotionen. Dann bist du mal sauer, dann bist du verliebt und dann bist du glücklich und dann bist du wieder sauer. Okay? Und die Person, an der du das jetzt machen wirst, ist... Boah, das ist doch schon... sind das die vom Einkaufswagen? Oh, cool. Die zwei jungen Damen da. Einmal mit der weißen Jacke, mit der Deichmann-Tüte und die daneben mit der schwarzen Jacke. Könnt ihr Deutsch? Ja, ne? Könnt ihr Deutsch? Bisschen? Wo kommt ihr her? English, please. Where are you from? Und jetzt bist du sauer. Du bist sauer. From Israel? Yes. Israel? What Israel? Nein. Sei laut. Israel, jetzt richtig genau. Böse. Schrei rum. Schrei rum, Jerry. Du bist richtig sauer darüber, Mann. Dass ihr aus Israel kommt. Weil Israel, Alter. Lol, Digga. Ja, mach jetzt. Das hört doch gerade voll auf, wenn du hier hinguckst. What are you doing here in Berlin? Jetzt wärst du die mit der weißen Jacke mal an. Du findest sie voll geil. Just for fun? Yes. And how old are you? I like fun. 18. I like fun. 18? Yes. You too? You like fun today? Yes. Tonight? You have fun tonight or? With me? With me? Maybe? You go dance in the club or? Can I take your phone number to maybe f*** you? Can I have maybe your telephone number for a little quick f***? Maybe or no, thank you. Bye. Digga, Mann, mir ist das so unangenehm, Alter. Wirklich, no joke, Digga. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr nochmal Bock habt, nochmal so einen Teil zu haben. Und wenn ihr selber Ideen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe. Hat's dir gefallen? Ja, war ganz geil. Das macht echt Spaß. Aber lass uns das echt nochmal machen. Leute, in den Kommis schreibt Jerry, wollt ihr einen zweiten Teil? Fragezeichen. Und ein Daumen hoch geben. Like, gibt da todesviele Likes und dann machen wir das nochmal. Nur nochmal viel extremer und vielleicht mit einem Elektroschock. Schocker. Okay, genau. Pass auf, das Ding ist, wir haben bei Tim, haben wir auch schon eine Folge gedreht auf seinem Kanal und da habe ich dann Tim ferngesteuert. Wenn ihr sehen wollt, wie Tim sich am Alex zum Einhorn gemacht hat, dann schaltet auf jeden Fall sein Video ein. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und am Ende würde ich dann nur noch sagen, Leute, denkt immer dran, wer sich Like Jerry reinzieht, hat im Leben gewonnen. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass du sagst, hat im Leben verloren, aber ey. Nein, du hast gewonnen. Nicht ja, schlecht. Okay, Leute, hat im Leben gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Kuss auf die Augenbrauen. Kuss auf die Augenbrauen. Kuss auf die Augenbrauen. Kuss auf die Augenbrauen.